Na komm schon. Jawohl. Wir haben einen gekillt. Haha. Was ein Noob, Alter. Willkommen zu Haus und zu der Haus versus Rest der Welt. Wir machen nochmal Ender Games. Ich habe ja beim ersten Mal so gut abgeschnitten. Bin ich jetzt ja eigentlich bei Ender Games drin? Ich glaube schon. Ich habe ja so gut das letzte Mal abgeschnitten, dass ich mir dachte, komm, das machen wir nochmal. Dann habt da wenigstens was zu lachen. Das Leben ist ja hart genug. Und ich sehe gerade, ich habe mal ein Not Enough Item hier noch offen. So. Wir versuchen es einfach nochmal. Und ich habe schon wieder vergessen, mir die Zeit zu stellen. Moment. So. Ja, ich meine, das kann ja wohl nicht angehen, wie schlecht ich da abgeschnitten habe. Wir machen also nochmal einen zweiten Versuch. Und mein Skin, der gefällt mir irgendwie im Moment überhaupt noch nicht so richtig. Ich weiß auch nicht, aber ich... Oh, da guckt noch was Blaues durch. Das gefällt mir gerade nicht. Das müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Ah, das ist noch nicht so... Nee, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wenn jemand von euch einen guten Minecraft-Skin-Editor kennt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann gucke ich mir den mal an und versuche mal, meinen Skin dementsprechend so ein bisschen zu ändern, dass er mir ein bisschen mehr zusagt. Das gefällt mir, wie gesagt, jetzt noch nicht so, wie der aussieht. Der ist noch nicht so wirklich... ich weiß auch nicht, aber irgendwie... nee. Ach ja, ja, Jump'n'Runs, nee, komm, wir lassen uns bleiben. Das reicht ja schon, wenn ich gleich bei Ender Games fehle. Da muss ich nämlich jetzt schon hier bei dem Jump'n'Run failen, wie Sau. So, mal machen hier stehen. Ich bin ja eigentlich sowieso nicht der Freund davon, von diesem Hin- und Hergelauf und Gehopse und Gehaue und keine Ahnung. Also warten wir einfach mal. Jawohl, da sind wir. Ach du Scheiße, ist das voll. Ach du Scheiße, ist das voll. Wir werden hier kein bisschen überleben, das weiß ich jetzt schon. Genauso wie da die Truhen wieder in der Mitte, die krieg ich doch im Leben nicht. Na gut. Also momentan ist die Verbindung noch super. Ich hoffe, mein Internet macht wieder mit. Hat ja beim ersten Mal gut geklappt. Will ich mal hoffen, dass das so bleibt. 7, 6, 5, 4. Und wir machen das wieder so. Wir rennen einfach wieder direkt hier runter, bauen uns sofort ein bisschen Holz ab. Jawohl. Klabäm. So. Direkt mal ein bisschen Holz hier. Zack, 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 zack. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das Texture Pack ist immer noch dieses, wie hieß das nochmal, Volio HD oder so. Link natürlich wie immer. Ach, jetzt will ich schon wieder. Scheiße! Immer mit Shift rennen. Verdammt nochmal. Ich kann doch hier nicht mit Shift rennen. Das funktioniert doch bei Minecraft nicht. Ich lerne es aber auch nicht. Los, los, los. Kisten, Truhen, Truhen. Ich will Truhen, ich will Truhen, ich will Truhen. Hier muss doch irgendwo. Oh, hier müsst doch irgendwo Truhen sein. Warum sind hier keine Truhen? Scheiße, wir sind so tot. Wir sind so tot. Ohne Scheiß jetzt. Wir sind so dermaßen tot. Hat der eine Diamantaxt? Nee, ich glaube nicht. Okay. Blub, blub. Alter, sind hier... Ey, in 30 Sekunden endet die Schutzzeit. Wir haben nix, wir haben nix, wir haben nix, wir haben nix, wir haben nix. Halt, op, haut, verpiss dich. Da ist ein verzauberer Tisch. Ja, super. Ach, wisst ihr was, wir rennen jetzt dem einen einfach hinterher. In der Hoffnung, dass er uns vielleicht nicht bemerkt hat. Wo ist denn hin? Und, versuchen den einfach mal feige von hinten zu erschlagen, wenn ich ne denn... finde und da, na super, das ist einer mit einer Lederrüstung, ist egal, wir gehen einfach mal hin, vielleicht haben wir Glück, der ist AFK! Der ist gerade AFK, los, der ist gerade AFK, der ist gerade AFK, der macht nichts, der macht nichts, der macht nichts. Los, 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 und. Haha! Scheiße! Nein! Nein! Ich wollte ihn noch killen! Komm schon, 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 komm schon. Na komm schon! Jawohl! Wir haben einen gekillt. Haha. Was ein Noob, Alter. Wenn wir den schon gekillt gekriegt haben oder ich den gekillt gekriegt habe, wie auch immer man das nennen möchte. Was muss das für ein Noob sein? Jetzt ohne Scheiß. Gibt's ja gar nicht. Ha. Jawohl, ja. Tatsächlich mal jemanden gekillt bekommen hier. So. Jetzt wäre es natürlich nicht schlecht. Wenn wir uns ein bisschen was kräften würden. Moment, wir rüsten uns mal sicherheitshalber eben hiermit aus. So. Dann haben wir schon mal ein bisschen was. Fuck, 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 fuck. Tracker, Tracker, Tracker. Oh, 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 oh. Irgendjemand ist da sehr, sehr nah. Natürlich mit einer Goldrüstung. Ist klar, ist richtig. Ist richtig, ist richtig. Wir haben da gepackt. Wir haben tatsächlich geschafft. Ich glaub's nicht. Der zweite.
Mensch! Da rennt ja gerade hier. Boah! Ach, sind die süß mit den Knopfäuglein hier. Ach, wie niedlich. Gut, ich würde aber trotzdem ganz gerne eigentlich mal so... Was ist das hier eigentlich? Ein Holzschwert. Achso, okay. Ich würde eigentlich trotzdem ganz gerne mal so gucken, dass ich mich so ein bisschen ausgerüstet bekäme hier. Das wäre mal ganz nett. 36, 34. Oh, da kommt schon wieder einer auf uns zu. Verdammte Scheiße. Oh, was? Nein, den habe ich nicht gesehen. Naja, immerhin, wir haben zwei hier gekillt bekommen. Das ist doch schon nicht schlecht. Das ist doch schon besser als beim ersten Mal. So, gucken wir mal. Wir schaffen noch was hier. Ja, los. Dann gehen wir da mal rein. Das ist auch schon gut voll dabei. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach mal wieder Jäger. Nein, wir nehmen mal den Barbaren los. Dann haben wir direkt ein Holzschwert und eine Lederrüstung. Das ist doch auch was Feines. Also schon ganz gut was los hier. Also muss ich sagen, dafür, dass wir halb eins haben, ist hier schon recht voll, würde ich sagen. Weiß nicht. Seid ihr etwa alle von der Schule früher nach Hause gekommen? Habt ihr euch freigenommen? Ja, ja. Ja, das, ich merke mir euch alle, ich merke mir euch alle und verpetz euch bei euren Lehrern. Ja, ja, so mache ich das. Werdet ihr sehen. Na, ich glaube, in irgendeinem Bundesland sind, glaube ich, jetzt erst Ferien. Da könnte es natürlich durchaus sein. Außerdem ist ja morgen Feiertag, vielleicht haben manche Schulen heute auch schon eher dicht gemacht. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist hier gut was los, ist ja auch nicht schlecht. Dann kommen wir wenigstens auf volle Server und sterben ein bisschen schneller. Auch nicht das Verkehrteste. 5 Minuten haben wir erst aufgenommen. Eieieiei, ach du Scheiße. Wer ist denn alles da? Nein, kenne ich nicht einen von. Gut. Na, wie lange denn noch? Wir nehmen die Wüste. Aha, okay. Könnte ich eigentlich auch mal machen. So ein bisschen Voting, ne? So ein bisschen Voting. Aber, nö. Das überlasse ich mal schön den anderen und... Ach da. Gut. Das überlasse ich mal schön den anderen, das Voten. Lassen wir uns einfach überraschen, wo wir reinkommen. Die Endergames beginnen in 30 Sekunden, in 20 Sekunden. Und da sind die Ersten schon am Hüpfen und am Hauen und warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Wir machen das wieder so. Wir rennen... Mensch, jetzt lass mich doch mal hier auf der Stelle. Wir rennen einfach direkt wieder runter. Geronimo! Und bauen uns direkt wieder ein bisschen Holz ab. Boah. Renne. Wofür baue ich überhaupt Holz ab? Ich meine, ich crafte doch eh nichts. Die Zeit nehme ich mir doch gar nicht dafür. So. Zack, 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 zack. Ach, jetzt laufen da welche hin und da laufen auch welche hin. Da will ich da nicht hin. Nee, dann laufen wir in diese Richtung hier. Möglichst immer weit weg von den anderen Spielern. Damit erhöhen wir, glaube ich, unsere Überlebenschancen um ein Vielfaches. Ich habe aber auch keine PvP-Skills hier in dem Game. Ich weiß nicht, in Minecraft kriege ich das einfach nicht. In den anderen Spielen geht's ja noch, da bin ich nicht ganz so schlecht. Aber in Minecraft kriege ich's einfach nicht hin. Keine Ahnung warum. Na egal. Wie gesagt, da könnt ihr wenigstens mal gucken, wie der Haus hier, ne, bei Endergames fehlt. Dann habt ihr wenigstens mal was zu lachen. Oder auch was, um euch aufzuregen. Keine Ahnung. So, was haben wir denn hier? Da haben wir ein bisschen das hier, da haben wir ein bisschen Fleisch. Das andere... Piss dich! Hallo? Na, super. Das war ja mal ein derber Leck jetzt hier. Ja, wir haben den ersten Schlag gemacht. Bam, der hat schon Eisenschwert. Wieso hat der schon Eisenschwert? Verdammt nochmal. Komm her, doch. Komm her. Was? Wir sind tot? Verdammt! Hä? Alter! Wieso sind wir tot? Moment mal. Du hast das Archiv mit First Test. Na, super. Scheiße, war das wegen dem Leck oder was? Verdammte Kacke aber auch. Ach, Mann, das war jetzt natürlich sehr ärgerlich. Das war jetzt aber komisch, hä? Ich dachte echt, so schlecht wäre das gar nicht. Fuck. Wieso sind wir eigentlich so hochgeflogen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe ehrlich gesagt... Ach ja, genau, Kit auswählen. Wir nehmen trotzdem mal wieder Baba. Kommt hier los, ja. Baba ist super. Das passt schon. Kann man das jetzt sofort benutzen hier? Oh, jetzt habe ich es weggeschmissen. Naja, haben wir halt kein Starter-Kit, ist auch egal. Dann starten wir halt nackig. Aber nehmen ein Skill. Ich habe sofort die Lederrüstung angezogen. Warum habe ich denn sofort die Lederrüstung angezogen? Oh ja, ist ja auch nicht schlimm. Aber wie gesagt, wenn jemand von euch irgendwie einen guten Minecraft-Skin-Editor kennt, dann
Schreibt mir das doch bitte mal in die Kommentare. Dann gucke ich mir den mal an, weil ich bin mit meinem Skin doch noch sehr unzufrieden. Ich habe leider auch nur so einen Editor gefunden. Ja, konnte ich das irgendwie nicht so wirklich gut alles herrichten, wie ich das gern gehabt hätte. Und da konnte man die Figur nicht vernünftig drehen und bewegen. Und so einen Skin-Editor habe ich mal gehabt, der war nicht schlecht. Da konnte man den Arm heben und hoch und runter und die Beine und so weiter auseinander und die ganze Figur drehen und hast du nicht gesehen. Der war gut. Der war echt gut. Aber ich finde den einfach nicht mehr. Also, wenn ihr da eine Idee habt, mit welchem Minecraft-Skin-Editor man das am besten machen könnte, schreibt es mir doch bitte mal in die Kommentare, damit ich meinen Skin so hinbekomme, dass ich auch selber zufrieden damit bin. Box dich. So. Steve's. Guck mal woanders hin. So. Ist eine Beleidigung für die Augen. Wow, so schwer ist das doch nicht, sich einen Skin runterzuladen aus dem Internet. Ohne Scheiß. Ja, los, hau rein da. Komm, komm, komm. Und. Oh oh, ich glaube, ich habe gerade so leichte Lecks hier drin. Kann das sein? Ich weiß auch nicht. Also, wir machen das gleich wieder so, ne? Wir springen direkt runter, weil aus den Truhen, da kriege ich sowieso nichts raus. Das kann ich vergessen. Obwohl, die springen doch gleich sowieso alle runter. Wir bleiben einfach hier oben stehen. Ey, das machen wir. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Wenn wir hier oben stehen bleiben, ne? Die springen ja alle runter. Ach, dann werden wir irgendwann sowieso teleportiert. Stimmt. Das bringt ja auch nichts. Nein, ich würde sagen, wir rennen dann direkt hier runter und holen uns Holz ran! Ui. Ah, zack, 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 zack. Für eine Werkbank und so weiter und so fort. Und da leckt es wieder. Na super, ist ja herrlich. Ach, genau die Lecks, die kann ich jetzt richtig gut gebrauchen. Ja, ja, ja. Ich weiß gar nicht, was ich mit einer Holzbank will. Ich brauche doch sowieso nichts. Machen wir erstmal so hier. So, nehmen wir die noch Sachen hier. So, das hier, das hier, das hier. Eben ausrüsten. Zack, zack. Oh, Schafe, Schafe ist auch gut. Ein Bett bauen. Ja, komm, die Kuh, die killen wir auch mal eben hier. Dann gibt das ein bisschen Fleisch. Ist ja auch nichts verkehrt. Da haben wir ein bisschen was zu futtern dabei. Wer weiß, wozu es alles gut ist. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier irgendwie Kisten finden. Ausrüstung finden. Und ein Diamantschwert finden. Am besten so ein fett verzaubertes sofort mit Stärke und Schärfe und keine Ahnung was alles. Oh, da ist eine Truhe, da ist eine Truhe, da ist eine Truhe. Da will ich dran, da will ich dran, da will ich dran. Und da haben wir Diamanten. Ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Wir haben tatsächlich Diamanten gefunden. Wow. Zack. Zack, zack. Och, das ist ja Herz allerliebst. Das ist ja Herz allerliebst. Wir haben ein Diamantenschwert. Ich bin schwer begeistert. Wird uns aber auch nicht helfen. Weil ich sowieso gleich ratzefatze tot bin. Ich kenn mich doch. Ich kenn doch mein Glück. Ich kenn doch mein Glück. Okay, okay. Ganz weit entfernt, ganz weit entfernt. Das ist sehr schön. Hopp. Ah, super weit entfernt. Das ist ja noch klasse. Oh, ich glaube, hier ist die Map zu Ende. Ich glaube, das sind nämlich diese rosa Funken. Das heißt einfach nur, dass die Map zu Ende ist. Irgendwo ist einer. Irgendwo hier in der Nähe ist einer. Na? Na, ich habe doch was gehört. Oder war das ein Schaf? Ich weiß es nicht. Nein! Alter, solche Arschlöcher, ne? Solche, ehrlich, ohne Scheiß, solche verfickten Arschlöcher, die sowas hier bauen, damit du dann beim Teleport da runterknallst und durch den Fallschaden stirbst. Ohne Scheiß, das ist die größte Sauerei, die man machen kann. Keine Ahnung, welcher Drecksficker das hier hingebaut hat. Tut mir leid mit den Ausdrücken jetzt, aber es ist doch wirklich wahr. Also sowas ist scheiße. Klar, ich weiß, ist erlaubt, klar, darf man, aber es ist unter aller Sau und Scheiße Feiger. Also so eine Art und Weise ist einfach, ne, weiß nicht. Es ist, das ist Scheißdreck, das ist Rotz sowas, ey. Das ist doch Kacke. Na los, kommt, eine machen wir noch. Trotz alledem lassen wir uns ja den Spaß jetzt mal nicht verderben. Haben wir Spaß gehabt beim Runterfallen. Ich hoffe, derjenige, der das da hingebaut hat, der sieht dieses Video, damit er sofort weiß, dass er ein Drecksarschloch ist, dass er mit solchen Methoden arbeiten muss. Ich habe auch keine PvP-Skills in Minecraft und trotzdem versuche ich mich vernünftig und auf faire und ehrliche Art und Weise hier durchzukämpfen. Aber so eine Art und Weise ist doch scheiße, ohne Kack, oder nicht? Wie seht ihr das denn? Findet ihr sowas in Ordnung, sowas zu machen mit diesem riesigen Hochbauen? Oder sagt ihr auch, nee, sowas ist ja wohl das Letzte, was man machen sollte, schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Ich möchte mal gern eure Meinung dazu wissen. Und in 60 Sekunden fangen wir an hier. Ach komm, wir stellen uns einfach mal hier hin. So. Gucken. Und Steve, nee, den will ich nicht angucken. Das ist ja, oh, Alter, so viele ohne Skin, ne? Wenn man sich das überlegt. So.
Verstehe ich gar nicht. Und dann also diese nachgemachten Skins, diese hier so der ungespielte Skin ist das, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht irre. Leute, warum macht... Du wurdest von einem Premium gekickt. Ja, da geht's schon los. Super. Klasse. Ja. Langsam wird's zu voll hier. Die Premiums kommen und... Na, klasse. Na, super. Dabei hätte das Spiel doch fast angefangen. So eine Scheiße. Verdammte Premiums. Ach nein, nicht so viele Premiums. Kommt doch bitte nicht hier rein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. 60 Sekunden. Ich glaube, ach ja, genau. Wenn man bei den Truhen steht, dann kann auch ein Premium nicht mehr joinen. Also bis dahin müssen wir es schaffen. Wenn in 60 Sekunden nichts passiert, dann kriegen wir es hin. Ach, da kommen immer mehr Premiums rein. Das ist doch scheiße, ist das doch. Screen ans Ende des Jump and Runs. Nee, also ich werde da jedenfalls nicht hingehen. Keine Ahnung, mit wem die reden. La 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 la. 30 Sekunden noch, 30 Sekunden noch, wenn wir die überleben, ohne von einem Premium gekickt werden zu werden. Ach du Scheiße, das werden immer mehr Premiums. Sind aber nur drei, hör, da stehen so viele irgendwie, habe ich immer das Gefühl. Und ah, 20 Sekunden noch, komm schon, 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 komm schon. Bitte, bitte, nein, nicht doch, nicht doch, nicht doch. Voting beendet. Oh. Na komm. Na, 5, 4, ja, ja, komm schon. Komm schon, komm schon! Und? Wir haben es geschafft. Gut, 16 Minuten, ich würde sagen, die Runde machen wir noch. Habt ihr ja wieder dann jede Menge zu lachen gehabt oder euch, um euch die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen. Ich weiß auch nicht, warum ich hier so schlecht bei den Minecraft-PvP-Spielen bin. Ich habe keine Ahnung, das ist echt... Naja, ich weiß nicht. Ich krieg's bei Minecraft einfach nicht hin. Ich krieg's einfach wirklich nicht hin. Na toll, ich bin nicht der Einzige, der die Idee hatte, sofort hier so runter zu springen. Gibt's anscheinend auch noch andere, die sich das auch denken. Na gut. Zack, 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 zack. Jetzt bauen wir mal schnell wieder hier unsere beiden Bretterchen ab. Machen da mal eben hier alles wieder raus, was wir brauchen. So. Hopp. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Herz allerliebst. Und jetzt ruckelt es wieder eine Runde. Das ist natürlich auch ganz toll. Ach, Mann, 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 Mann. Truhen. Truhen. Ich brauche Truhen. Wir brauchen Truhen. Wir brauchen Ausrüstung. Wir brauchen Ausrüstung. Nicht, dass das was ändern würde, ob wir Ausrüstung hätten oder nicht hätten. Ja, also sterben tun wir so oder so, aber... Trotzdem wäre das schön, wenn wir auch was finden würden hier. Alter, 30 Sekunden. Ich habe noch nicht eine Truhe gefunden. Bitte, was ist... Und gleich kommt wahrscheinlich sofort wieder der erste Fett-Diamant-Schwert, Fett-Diamant-Rüstung und keine Ahnung was alles. Ich glaube, dich killen wir. Hopp, hopp. Dann killen wir dich nämlich nicht. Lass ich dich am Leben. Ausnahmsweise bin ich mal so gnädig. Ja, Wahnsinn, ne? Die Schutzzeit endet in 15 Sekunden. Das heißt, in ungefähr 20 Sekunden sind wir wahrscheinlich tot. Na los, komm. Wenigstens noch die eine Truhe da looten. Wenigstens die eine Truhe da looten. Ah, ja. Oh, scheiße. Natürlich, und ich nehme sofort Fallschaden. Ich komme noch nicht mal hier hochgesprungen. Alter. Okay, ich sehe gerade keinen. Zack, zack. Ah, ich traue mich noch nicht mal was zu craften. Ach, hier ist die Karte zu Ende. Scheiße. Verfickt nochmal. Ach, das war nur die Truhe, die weggespawnt ist. Okay. Jut, 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 jut. Alter, da killen sie sich schon gegenseitig. Das ist der Wahnsinn. Das ist so Hammer. Ich verstehe das nicht. Wie machen die Leute das? Alter, das ist, boah. Kriegt das ums Verrecken nicht hin hier in Minecraft mit dem PvP. Das ist nur ein Obsidian-Ding. Das ist mir jetzt relativ scheißegal, auf gut Deutsch gesagt. Ah, nee, ne? Nee, ne? Verpiss dich. Hau doch ab. Hau doch ab. Hau doch ab. Death the Kid. Oh, ein Soul. Soul Eater-Fan. Nein! Ja, genau, kommt ihr mal alle auf mich, kommt ihr mal alle auf mich, geht ihr mal alle auf den alten Mann, alles klar, ey, ist richtig, ja, natürlich, ey. Alles Arschlöcher, alles Cheater hier, Cheater, alles Cheater und Hacker und hast du nicht gesehen, aber ist egal, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Naja, jo, die erste Runde ging doch ganz in Ordnung mit 2 Kills, das war ja schon mal nicht schlecht. Ja, auch den ersten Kill, selbst wenn der total AFK war, ist mir egal, den zähle ich trotzdem. Und naja, die anderen Runden jetzt so, naja, die waren ja halt wieder, ne, da hat man wieder gesehen, wie gut ich in den
PvP-Games von Minecraft bin. Ne, total unerreicht, möchte ich mal so sagen. Jedenfalls soll es das erstmal hierfür gewesen sein. Das war dann also der Haus vs. Rest der Welt, Ender Games. Der zweite Versuch war ja schon ein bisschen besser als der erste. Mal gucken, vielleicht sehen wir uns ja nochmal hier zu Ender Games. Ich weiß noch nicht, ich muss mal schauen. So ist es ja nicht schlecht gemacht. Ist ja irgendwie ganz faxig, aber dafür muss ich, glaube ich, erstmal noch ein bisschen PvP-Skills bekommen. Schauen wir mal. Von daher sage ich einfach mal, wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Video. Bis dahin. Und nicht vergessen, abonnieren.